schon mal so verdächtig berghoch. Ich glaube, diese Lebensstrecke war keine gute Idee. Der Grunde ist immer am schönsten, aber nicht wenn es zu steil geht, ist nämlich nicht so gut für die Bremse. Oh, hier geht's. Gemacht. Dieses Jahr für Heu ideal. Alles schön trocken gerade, schön die Sonne. Das Heu nicht so trocken, noch ein bisschen saftig. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer. Der ist stärker wie ich. Doch, bedankt sich auch noch. Hätte ich noch nicht müssen. Normalerweise sind die Busfahrer immer ein bisschen angepinkelt, wenn man vor denen herfährt. Die mögen uns nicht so. Aber der. Richtig schön entspannend. So eine Fahrt mit der Hake. Kann man nur empfehlen. Also an alle, die noch keine haben, schafft euch eine an. Und billiger werden sie auch nicht mehr. Die werden immer teurer. Das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, man sieht viel mehr von der Natur, von der Landschaft. Dinge, die man sonst gar nicht so sieht. Ja, da wird noch schnell die Arme gefilmt. Ja, bis ich das Gas wegnehme, immer auf Vollgas fahren sollte man nicht. Kaputt
Mal gucken, was Dago sagt. Oh, geht noch. Akku geht noch, also fahren wir weiter. Immer wieder schön, wie sich die Leute freuen, so eine Ampel zu sehen. Da freut man sich selber mit. Ja, aber die Autofahrer sind heute ganz vernünftig. Bis jetzt. Jetzt sind wir in Obershofen, Gemeinde Hockenberg. Den Berg möchte ich auch nicht hochfahren. Oder? Und der lacht 26. Ist ja schon eins mehr wie gedacht. Den Wind, den merkt man natürlich schon, heute ist es etwas windig. Hier auf der freien Fläche merkst du das. Ja, da bauen sie schöne Fahrradwege. Das wäre auch was für die Ampel. Eine extra Ampelstraße, das wär's. Hinter jeder Straße eine extra Ampelstraße. Oh, mein neuer Kreisel. Den kenne ich auch noch nicht. Der sieht aber ein bisschen oval aus. Keine Rede. So, jetzt kommt die Gemeinde Rockenberg. Okay, hinter mir hat sich eine kleine Schlange entwickelt. Naja, drei Autos ist noch keine Schlange. Hier dürfen wir eh nur 30, von daher muss keiner nach vorne. Ach du liebe Gott. Na, Glückwunsch. Thank you.
gut. Irgendwo wird ja mal Shit kommen. Da vorne ist schon mal ein Sportplatz. Von daher, es ist aber ganz wenig Stoff.